Und wir sind am Main unterwegs heute. Mal schauen, wo es geht. Deckel für zwei Personen. Wir beladen jetzt das Boot. Wir haben jetzt abends 8er, weil der Gorsche halt 9er. Mal schauen, wo es geht. Hey Philipp! Philipp! Philipp, wach mal auf, wir haben schon 10:30. Philipp! Oh. War das eine anstrengende Nacht? Über 10 Döbel. Ich habe irgendwann nicht mehr mitgezählt. Fische sind voll am Platz, fressen auch, aber die Karpfen fehlen halt noch. Aber ich bin guter Dinge, die kommen noch. So, jetzt zeige ich euch mal kurz unsere Montagen, die wir hier im Fluss fischen. Ganz einfach, 70er Schlagschnur, X-Shock Leader, 70 mm. Dann hier einen Safety Clip, 300 Gramm Gripperbleie. In das Gripperblei haben wir noch Pelagan-Paste aus dem Block mit reingedrückt. Dann hier 45 Lips Quicksilbermaterial. Ah, die Bienen kommen auch schon. Genau, das Material setzt sich schon seit Jahren im Fluss ein. Und dann hier einen einzelnen 24 mm Highlight Hookbait, weil wir hier im Fluss viele Grundeln haben. Dann einen 6er Snaggerzug. Einen Line-Aligner für den besseren Hakeffekt. Das war's eigentlich. Also für den Fluss verwenden wir hier recht einfache und doch effektive Montagen. Das Vorfach ungefähr 15 bis 20 cm lang. Das war's. Das funktioniert. Hier im Überblick nochmal alle eingesetzt. Komponenten für die Montage im Fluss. Die Schlagschnur in 0,70 mm, dann als Vorfachmaterial 45 Lips Quicksilber von Christen, ein 300 Gramm Gripperlead, ein Safety Bolt Clip, dann Snaggerzug in der Größe 6, dann verwenden wir hier noch Quick Chain Swivels in Verbindung mit den Anti-Dangle-Sleeves in der Duncan-Variante. Ein Stückchen Silikonschlauch, das am Hackenschenkel befestigt wird. Und zu guter Letzt noch den Line-Aligner, der für den besseren Hackeffekt sorgt. Nach jedem Auswerfen der Ruten füttern wir ein paar Kellen mit einem Groundbaiter hinterher. Wir haben im Einsatz Feed Great Fish Boilies in diversen Größen, 14 bis 28 mm. Die haben wir gepimpt mit Tea Powder, Liver Liquid, Pelagan Powder und GLM Powder. Und wie gesagt, nach jedem Rutenauswerfen füttern wir da 3-4 Kellen noch dazu, damit wieder etwas Futter am Futterplatz liegt.
dritte Nacht am Fluss bricht an. Langsam sind die Fische auf dem Futterplatz. Wir haben jetzt 17 Uhr. Und übelst den brachialen Biss kriegt gerade. Habe ich schon zum Philipp gesagt, das kann ja nicht bloß ein Waller sein. Und so war es auch. Jetzt haben wir den Kollegen ungefähr 1,20 Meter rum. Richtig abgegangen. Boah Leute, gerade von Vollrand geweckt worden. Das ist unsere letzte Nacht am Fluss. Ja, nach kurzer Zeit hat sich herausgestellt, dass er ein kleiner Waller ist. Sagen wir so, der wird jetzt so zwischen 80 und 1 Meter haben. War kein schlechter Run. Gekämpft haben wir am Anfang auch ganz gut. Wir haben jetzt gelandet. Und jetzt darf er wieder schwimmen gehen, unser Kamerad. Wir sind wieder zurück von unserer Tour. Leider haben wir keinen Karpfen mehr erwischt, sondern nur die zwei Waller, die wir euch da präsentiert haben. Der Fluss war sehr warm. Ich glaube, wir haben noch über 30 Grad gehabt, oder nach da, wo wir draußen waren. Ja, fünf Tage waren wir unterwegs. War sehr warm. Das Wasser hat über 23 Grad, glaube ich, gehabt. Also es war wirklich warm für den Fluss. Die Karpfen sind leider ausgeblieben. Da haben wir wirklich keinen gefahren, ja. Aber Döbel, Brassen. Döbel haben wir viel gefahren. Döbel in Matten. Ja, Döbel, Brassen und unsere zwei Waller eben. Genau, und wir haben auch wirklich sämtliche Tricks ausprobiert. Eigentlich alle Tricks, die wir so am Fluss immer einsetzen, aber die Karpfen sind einfach ausgeblieben. Aber ich war dann nochmal 2 Wochen später draußen, ohne den Philipp. Und da habe ich dann ein paar Fisch gefahren. 7 Stück an 2 Tagen. Zwar nicht die größten, zwar bis 14 Kilo, aber immerhin. Es hat dann auch leicht abgekühlt, wo ich dann nochmal 2 Wochen später draußen war. Und ja, das ist halt Flussangeln, ne? Es ist nicht einfach. Der Fluss ist launisch. Sehr launisch, ja. Das hat man gemerkt. Wir hoffen, das Video hat euch jetzt ein wenig gefallen. Dass ihr vielleicht auch was draus lernen konntet. Und ich würde sagen, bis zum nächsten Mal. Servus.